Was lange währt, währt gut. Zählt auch hier für unsere Kreisstraße hier kurz vor der Ortslage in Turnau. Und zwar haben wir uns schon seit Jahren über die SPD-Fraktion im Kreistag mit eingesetzt, dass wir auch die Dörfer an der Tagebaukante nicht abgehängt lassen, sondern dass wir sie mit einem ordentlichen Kreisstraßennetz mit anschließen und sind froh, dass wir endlich in dem Zustand sind, hier endlich eine ordentliche Baumaßnahme und eine Straßenbefähigung herzustellen, die seit Jahren nicht mehr da ist. Nicht mal 100 Menschen wohnen in dem kleinen Örtchen Turnau, heute ein Lützender Ortsteil. Schon in DDR-Zeiten war Turnau Bergbauschutzgebiet, eigentlich zum Abbaggern vorgesehen. Dazu ist es nicht gekommen, aber auch danach ist Turnau zumindest von der Infrastruktur immer wieder vernachlässigt worden. Das haben wir durch beharrlichen Kampf geändert. Erst wurde die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße gemacht in den Jahren 2019 und 20. Jetzt kommt endlich auch die freie Strecke bis zum Ortseingang von Turnau dran. Fast 700.000 Euro werden dafür aus Kreishaushalt aufgewandt. Es wird allerdings auch 3 Monate dauern, bis die Straße fertig ist.